Also heute zu Gast beim SC Verl, der hier sein neues Stadion einweiht. Naja, wobei so richtig neu ist es ja nicht. Das ist das alte Stadion an der Poststraße, das allerdings eigentlich niemand mehr wiedererkennen dürfte, der hier vielleicht vor anderthalb oder zwei Jahren noch gestanden hat. Das kleine Stadion, das früher so ein bisschen so ein Sportplatz war, hat sich eigentlich ziemlich gemausert, wie man jetzt sehen kann. Es ist ein voll überdachter kleiner Hexenkessel geworden, sofern man das hier in Verl sagen kann, bei allem Respekt. Aber das ist eine richtig enge Kiste, wo man im Grunde von überall total nah am Spielfeld dran steht. Natürlich alles neu, VIP-Bereich, neue schwarz-weiße Sessel auf der Tribüne. Und hier spielt gleich Bayer Leverkusen und weiht das Stadion ein. Bayer Leverkusen, warum? Roger Schmidt ist dort Trainer und Roger Schmidt ist sowas wie eine Legende hier beim SC Verl. Der Mann hat zwischen 2005 und 2002 sieben Jahre hier gespielt und über 200 Ligaspiele gemacht. Und als sie ihn gefragt haben, ob er nicht zurückkommen möchte mit seiner Mannschaft Bayer Leverkusen, hat er natürlich gesagt, na klar, das mache ich für euch. Also, Bayer Leverkusen ist heute zu Gast hier. Und wir gucken uns das Ganze mal an, machen ein paar Fotos davon und das lest ihr nachher alles bei westline.de. Kennt ihr ja, also viel Spaß und dranbleiben.